irgendwann in der Pubertät verliebt man sich das erste Mal in jemanden, der vielleicht auch das erste Mal verliebt ist. Man träumt das ganze Leben davon und es kommt nie mehr wieder. Und ähnlich ist es mit baulichen Situationen. Das meiste hat es schon, eine Nutzung, ein Gebrauch. Ist eine Situation, die man eher umnutzen müsste, als abzureißen und neu zu bauen. Und ich glaube, die Erklärung funktioniert ganz gut. Also ich schaue lieber auf Beton als auf retroaktive, nach 19. Jahrhundert anmutende Neubauten. Gleichzeitig ist Beton eines der tollsten Materialien überhaupt. Das ist erstmal weich, das wird, wenn es abbindet, warm. Das kann jede Form einnehmen, das hat keine Richtung. Da wir aber so wenig geneigt sind, die Zukunft zu denken und so vergangenheitsbehaftet sind, gerade in Berlin, reden wir immer noch über diese schlechte Konnotierung des Betons. Ein Architekt, wenn man den irgendwas fragt, antwortet mit einem Haus. Wenn man Obstbauer nach irgendwas fragt, wird er mit irgendeiner Frucht antworten. Die Antivilla hat auch wiederum zwei Ausgangspunkte. Einer ist, ähnlich wie hier, es war ein Grundstück, das wurde angeboten, um ein Einfamilienhaus zu bauen mit 100 Quadratmeter. Es stand aber auf dem Grundstück schon ein Gebäude mit 500 Quadratmeter, eine alte Ostproduktion für Damenschlüpfer. Und auch dort ist es wieder so, dass es auch eine Mehrfachnutzung ist. Das sind offiziell genauso wie hier Ateliers. Das heißt, da kann erstmal alles stattfinden. Zurzeit ist dort noch ein Künstler, das finden Veranstaltungen statt, Symposien. Und es wird auch übernachtet im Atelier. Es geht auf keinen Fall um Repräsentation. Also wenn ich bauen dürfte, was ich will, würde ich jetzt mindestens 1000 Wohnungen mit sozialer Bindung erstellen, die vielleicht ganz andere Anforderungen noch erfüllen. Also nicht die immer gleiche, der Kernfamilie geschuldete Wohnungstypologie. Und das wäre meine Wunschbaustelle, mindestens 1000 Einheiten, wesentlich günstiger und etwas stabiler in Fragen der Nutzung. Und ich glaube aber letztendlich, dass alles, was in sich schlüssig ist, schön ist. Das heißt, weniger dieser Gedanke, man hat eine Vorstellung von etwas, was denn schön sei, und das exekutiert man. Sondern wenn der Prozess gut ist, dann ist auch das Endergebnis gut. Im Grunde genommen wünsche ich mir als Architekt auch genau dieses Produktionsverhältnis, dass nicht der Auftraggeber mir sagt, ob Blau schöner ist als Rot, sondern sagt er, wie möchte er sich vorstellen, leben zu können, und ich kann ihm das ermöglichen.